Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin hier in der Mission Auge um Auge unterwegs und triff gerade Roche beim Galgenhügel. Ja, beim Galgenhügel bin ich. Und jetzt schauen wir weiter. Ich habe jetzt das Let's Play nicht mehr weiter verfolgt, weil einfach die Einschaltzahlen wesentlich zu gering waren. Aber ich habe jetzt eine Frage erhalten. Und zwar wurde ich von mir, wollte jemand von mir wissen, wollte wissen, mit welchen Setting ich gerade unterwegs bin und so weiter und so fort. Und ja, das schauen wir uns dann gleich an. Jetzt schauen wir uns mal zuerst mal an, was der Roche sagt. Was ich von mir will. Wir sind hier so einer Mission unterwegs. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Vess keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute, leichte Ausrüstung, schleichen wann, da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Ja, können wir jetzt mitkämpfen. Komm mit! Komm mit, wohin? Ja, okay, komm mit. Aber bevor wir es da eintreffen, machen wir einen kurzen Blick, zack, ins Inventar. Und schau mal, ihr seht, ich bin erst auf Level 16, also noch nicht sonderlich weit. Und ausstattungsmäßig habe ich denn was? Schau mal, ich habe hier einen Haufen Krempel mit, aber es ist mir ganz rechts natürlich wichtig, die Frage des Schwertes. Und da habe ich zwar den Friedensstifter, der von 113 bis 139 Schaden hat und ja, kritische Treffer 43%, 2% Chance auf Taumeln und 9% Chance auf Verstümmeln. Mit drei Glyphen ausgerüstet natürlich. Vergiften, Bluten und Rüstungsdurchbohrung. Oder das Silberschwert habe ich hier den Maugrim, der für Stufe 13 ist, weil die Stahlwaffe vorher war für Stufe 12. Und der Maugrim, der hat eben 7% Quen, 7% Ürden und 2% Bonuserfahrung bei Monstern. Und Chance auf Taumeln, Rüstungsdurchbohrung und Chance auf Vergiften. Der Oberkörper, das ist die Rüstung der Krieger Freyas, die habe ich schon relativ lange, muss ich sagen, ist auf Stufe 13 und da sieht man auch jede Menge Sachen, was da gefördert wird, Adrenalingewinn, Durchbohrungsschadenresistenz, Zerschmetternresistenz, Giftresistenz, Aufschlitzenresistenz und habe als Glyph für die 2% Igni-Zeichen-Intensität dabei. Ja, Handschuhe, die habe ich auch schon weichen, das ist die Assassinen-Handschuhe sind das. Die habe ich mir, glaube ich, selber gebastelt oder bauen lassen, zumindest von einem Schmied. Und dann haben wir Durchbohrungsschaden, Zerschmetternresistenz, Aufschlitzenresistenz, kritische Trefferchance und 5% Chance auf Bonuskräuter plus 5% Angriffskraft mit der Glyphe. Bei den Stiefeln, da bin ich noch mit blauen Stiefeln unterwegs, auch Stufe 13, die haben wir Durchbohrungsschadenresistenz, Zerschmetternresistenz und Aufschlitzresistenz plus Angriffskraft mit der Glyphe. Und die Hose, die bin auch schon wie eine Clownshose da oben, aber rechts beim Geralt schaut das schon gut aus. Da haben wir Durchbohrungsschadenresistenz, Schmetterresistenz, Aufschlitzresistenz, Resistenz gegen Schaden durch Monster, Elementarresistenz. Ja, ist alles, glaube ich, recht gut in Ordnung. Die Armbrust, die verwende ich so gut wie nie, muss ich sagen. Die, weiß nicht, mit der kommen ist recht klar. Da ist auch schon ein bisschen stärker mit 138% Angriffskraft. Bolzen habe ich etliche. Habe ich im Inventar auch noch ein paar andere Bolzen, die ich schon gefunden habe. Ja, und hier, ja, das ganze Zeug, vielleicht bei der Satteltasche, interessant, habe ich gerade eine Satteltasche gewonnen beim letzten Race, bei den letzten Rennen, das war auch so ein Auftrag, da habe ich jetzt eine Satteltasche, na Blödsinn, den Sattel habe ich bekommen, mit 70 Ausdauer, normal ist ja 50 Ausdauer bei diesen Zubehörsätteln und die Satteltasche, die habe ich mir gekauft, irgendwo mit 70 Kapazität, ja, das ist glaube ich recht in Ordnung. Und meinen Charakter, das war auch die Frage, wie ich den ausgerüstet habe, da sieht man es eh schon. Also ich habe hier mal ein blaues Mutagen im obersten Slot und habe hier die Axi-Zeichen, Täuschung Stufe 3 von 3. Dann habe ich den Überlebensinstinkt, da ist einfach mehr Energie und hier auch den tagsüber regeneriert sich Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde. Das ist auch ganz praktisch, weil die Energie wieder hochgeladen wird. Dann habe ich hier das rote Muttergen, da sind die ganzen Angriffssachen drin, also schneller Angriff und starke Angriff und ja, Pfeilabweisung. Die Pfeilabweisung ist ja das, dass man Pfeile, die auf einen geschossen werden, mit der Abwehrtechnik zurückschleudern kann. Und hier unten, das ist relativ frisch, auch ein blaues Muttergen, da habe ich das Igni-Zeichen verstärkt und mit dabei die erhöhte Toleranz
ja, da kann man einfach mehr Tränke zu sich nehmen, ohne dass man sich selber vergiftet oder nicht so schnell vergiftet. Ja, so schaut es aus und da sind wir derzeitiger Stand der Dinge. So, jetzt gehen wir los. Die Ws müssen wir beschützen. Die Frage ist, was die Zeichen nehmen wir mit. Da nehmen wir, das Feuer ist ganz gut. Ist eigentlich eher ein lächerliches Level, was die haben. Oh, das haben wir zeitgleich. Brenn, mein Freund, brenn. Ja, da ist einer, da versteckt sich an einem Gebüsch oder was? Oh, ein Bogenschütze. Da kriegst du auf die Mütze, da, mein Freund. Oh, da ist der Amis geflogen. Oh, die stirbt ja schon fast. Moment, ich komme. Oh, oh. Oh, ach du Scheiße, ja, Hilfe! Na bitte, ja, die liegt's. Oh, das ist auch knapp gewesen mit der Wes, schau's an. Der geht's gerade noch gut, aber nur gerade noch. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt! Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch! Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg. Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fren! Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? M hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nee, die Armada war. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Tja, die Mädels sind immer sehr freizügig in diesem Spiel da. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Na bitte, haben wir wieder ein paar schöne Erfahrungspunkte eingesammelt. Müssen wir mal schauen, ob wir hier ein bisschen was plündern kann, also sprich von den Leichen, aber wie es ausschaut, da liegen sie herum. Und mal schauen, mitschauen, was die da so mit haben. In der Pulver, nur in der Pulver. Also mit dem Huhn frisst er schon die Resteln zusammen, oder wie, von den Typen. Ein großes Problem bei diesem Spiel ist, dass man wirklich so diese Sammelwut bekommt. Oder eigentlich den Drang hat, jeden Schmoren einzusammeln. Das ist echt furchtbar. Oh, hier Stahlbolzen. Sehr gut für die Armbrust. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da gibt es noch was. Oh, da haben wir neue Schuhe gefunden. Müssen wir gleich mal schauen, welche Stärke, welche Leistung das die haben. So, jetzt schauen wir kurz ins Inventar, was wir da so bekommen haben, aber wahrscheinlich ist das Zeug eh nicht sonderlich viel wert. Alles schlechter, aber nein, ein Stück, aber nur ein bisschen schlechter, nicht extrem. Da schau her, minus 5 nur. So, da haben wir
stärkere Bolzen, wenn wir gleich aufnehmen. Eine Armbrust, die sind wieder schwächer. Gibt es Handschuhe, sind auch schwächer. Stiefel, die sind gleichwertig, aber haben wesentlich mehr Effekte, wenn du das da links anschaust. Also die Stiefel sind wesentlich besser. Gut, wesentlich ist übertrieben, aber zumindest habe ich auch zwei Slots für Glyphen. Die wollen wir jetzt gleich mal anziehen. Aha, gut, schauen eh nicht aus. Den Vergleich nochmal. Ah ja, ist in Ordnung. Wenn wir gleich schauen, welche Glyphen einsetzen können da. Was haben wir da? A-Zeichenintensität, Igne-Zeichenintensität, Axi. Ja, 10 Axi können wir da hier nehmen, jawohl. Was haben wir da? Angriffskraft haben wir dazu. Wunderbar. Das haben wir auch schon ordentlich ausgerüstet. Was ist mit der Axt eigentlich? Braucht da kein Mensch. Gut, jetzt ist meine Zeit, dass ich einen Händler finde, dass ich den ganzen Krempel wieder weiterbekomme. Vom Gewicht her haben wir schon fast voll 126 von 130 Lastpunkten, oder wie man immer das nennen will. Gut, dann schauen wir mal auf die Map, ob sie da irgendwas tut. Ob wir händlermäßig da ein bisschen schlauer werden. So, gibt es einen nicht erkundeten Ort. Wo sind wir denn überhaupt unterwegs da? So, bei Krähenfels gibt es einen guten Schmied. Da gibt es jede Menge Fragezeichen. Da muss ich wirklich mal wieder auf Tour gehen und mir alles anschauen da. Ein bisschen suchen, ein bisschen einfach ja, in der weiten Welt ein bisschen Spaß zu haben. So, da gibt es einen Händler. Aber ich werde da noch Krähenfels geschwind flitzen. Achso, von hier ist natürlich keine Schnellreise möglich. Ich brauche einen Schnellreisepunkt, ist ja ganz klar. Wo haben wir denn da einen? Der ist da dann. Bevor ich was näher ist, ist wahrscheinlich. Dann laufen wir geschwind hin. Und da flitzen wir zum Krähenfels und schauen mal, ob der Schmied dort mit meinem Equipment was anfangen kann. So, diese Ladezeiten sind ein bisschen lang immer, was man da hat, wenn man jetzt ein Spiel lädt oder wenn man gestorben ist. Da dauert schon eine Zeit, bis alles wieder da ist, aber sonst ist es sehr angenehm, weil man eigentlich locker dahin spielen kann, ohne dass man großartig warten muss. So, aber diese General relativ flott. So, dann schauen wir noch zum Schmied drauf, da gibt es übrigens einen sehr guten Schmied, der kann auch ein paar stärkere Sachen herstellen, und da gibt es auch eine Mission, wo er verlangt, dass man Werkzeug besorgt, denn dann kann er auch magische Gegenstände oder Meistergegenstände produzieren. Aber ich muss sagen, das habe ich selber noch nicht gemacht, also ich habe noch nicht dieses Zeug besorgt, das wäre meine Idee, das zu machen nebenbei eigentlich. So, nämlich da ist er gleich, da rechter Hand. Das ist der Herr, der kann euch wie gesagt meisterliche Sachen auch machen, aber braucht eben diese Equipment dazu. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Aber vorher würde ich mir alles verkaufen, ich nehme mir recht viel Geld da. Da muss ich schon, da verkaufen wir den ganzen Krempel da. Zerlegen tue ich es eigentlich gar nicht mehr, weil Material habe ich völlig ausreichend. Aber wenn man nicht großartig viel kriegt für diese Waffen, aber im Prinzip ist es wurscht. Weg ist weg. Und wieder Platz in der Hosentasche. Moment, hey, da habe ich stärkere Handschuhe da schon her. Die kann man wegtun. Die habe wahrscheinlich irgendwo aufgesammelt. Im Vergleich mit meine jetzigen haben aber wesentlich mehr Effekte. Also weg damit. Und da muss ich auch zerlegen. Hier den alten Sattel kann ich weggeben. Zerschließene Satteltasche, da habe ich gewonnen, wie gesagt, hoppala. Und da haben wir jetzt noch ein paar die Armbrust, und was ist das da? Der nidifgardische Sattel, den können wir auch wegtun. So, und was natürlich auch Thema ist, da sind meine Glyphen wieder retour krieg. Zerstören natürlich ist die Stiefel.
So, das haben wir jetzt wieder. Verbesserungen entfernen brauche ich nicht. Reparieren, wie schaut es denn aus? 98%, 77%. Ja, lass ich mir alles reparieren, was wurscht ist. So, Handwerk. Und da ist eine Frage, ob man sich irgendwas machen lässt. Allerdings muss ich wieder schauen, weil die Stufe muss ich natürlich haben. Also es macht keinen Sinn, irgendwas anfertigen zu lassen, wenn du die Stufe noch nicht hast oder nur weit weg bist davon. Aber hier zum Beispiel diese Axt, Kämpfer, Handschuhe könnte ich machen, obwohl ich, naja, könnte ich machen, wenn ich um 6 stärker. Schauen wir mal, was da weiter ist. Handschuhe, was haben wir dann als nächster? Da gibt es dann die Hosen. Die wäre auch stärker. Plus 10 sogar. Greifen muss ich da viel mehr ein, da fehlt mir einfach nur das Zeug. Auch diese Bärenhose, wenn ich der wäre, der Hammer. Aber da fehlt mir auch noch das Zeug. Oberkörper da, plus 15, wäre für meine Stufe haben. Schau, schau, die könnte man machen lassen. Der angrenische Kürass. Der hat da mehr Resistenz, da ein bisschen weniger. Ah, den lassen wir es jetzt machen. So, da haben wir noch weniger. Was haben wir da? Das wäre nur plus 10. Plus 58. Oh mein, da brauche ich Stufe 24, brauche ich mal nicht drüber reden. Da plus 18. Da fehlen da Zutaten. Nein, das bringt nichts da. Da haben wir noch nichts mehr. Da stiefelmäßig. Da gibt es auch einen besseren Bergstiefel. Da plus 31, das sind die Bärenstiefel. Unglaublich. Ja, das müssen wir da machen, die Axtkämpferhandschuhe. So, und es ist fertig. Und dann gehen wir wieder raus und dann schauen wir mal ins Inventar rein und schauen wir mal einen Blick drauf, ob das jetzt was ist. Ob das gescheit war, was ich da gemacht habe. Ob es ja Blödsinn war. Mal schauen. So, pass auf, Inventar. Dann habe ich hier jetzt den anderen Oberkörper. Plus 15. Den nehmen wir natürlich. Ah, optisch gefällt mir aber gar nicht, aber was so ist. Ja, da ist 6 stärker. Nein, war Blödsinn. Da hat nämlich keine Magie, gar nichts. Da kann mit der Glyphe nichts machen und hat ihm die ganzen Sachen nicht. So, was tun wir da jetzt in die Rüstung rein? Was kann man dann? Nur Zeichenintensität und Angriffskraft kann ich dazu tun. Oder was habe ich da noch dabei? Einfrieren oder, gut, das kann ich nur am Schwert anwenden. Was hat denn der dann von Haus aus drinnen? Der hat irgendeine Zeichenintensität. Nein, dann mache ich die Angriffskraft haben, das da. Wunderbar. Jetzt einmal nicht ausgestattet. Ja, die Handschuhe waren jetzt ein Blödsinn, glaube ich. Wie schaut denn die aus? Nein, die gefallen mir nicht. Nein. Ein bisschen mit der Optik müssen wir schon gehen. Die Rüstung gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, aber so ist das doch um 15 Punkte stärker, das sieht schon aus, glaube ich. Gut so. Ja, das soll es jetzt für dieses Mal gewesen sein. Hier bei The Witcher Wild Hunt. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was sehen wollt, weiterhin einfach schreiben, dann werde ich entsprechend wieder einen Teil aufnehmen. Sonst einmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.